Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Westrom, das mittlerweile seit dem letzten Part wieder gräko-römisch-pagan ist. Wir haben den Turn vollzogen und wir wollen heute nochmal versuchen, ein paar weitere Fraktionen vielleicht zum Krieg gegen Dakien zu überreden. Das habe ich ja bereits im letzten Teil erwähnt, dass das ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie ist, die Fraktionen, mit denen wir gute Verhältnisse haben, auch immer wieder mal in Kriege mit anderen Fraktionen hineinzunehmen. Die Rugier mittlerweile finden uns ziemlich dufte. Ja, das ist auch schön, ne? Da kannst du mir auf jeden Fall direkt mal hier noch ein bisschen. Auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle oben drauf schaufeln, ne? Wobei man hier jetzt wieder sagen muss, ja, das ist schon wieder gefährlich. Das gilt jetzt als wirtschaftlich schwache Fraktion, ne? Wir dürften die dann natürlich auch nicht über Gebühr strapazieren, ne? Ach, guck mal, wir haben die Dänen entdeckt. Sonst werden die sofort ins Gras beißen. Und das Ding ist halt einfach auch, dass. Also vielleicht schaffen wir einen Nichtangriffspakt mit den Burgundern, ne? We also need good food, a warm gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. So say the bones. Ja, ist okay, machen wir. Genau, also ja, das ist wir wollen gute Beziehungen mit den anderen Fraktionen unterhalten. Schau mal, die Gräutungen, die wollen jetzt vielleicht auch ein Handelsabkommen mit uns machen. Sit, friend, and let us talk, and let us have good wine until we can talk no more. Ja, und das eigentliche Ding ist halt, also wirtschaftlich schwache Nationen, die, wenn man denen auch noch dann das letzte Geld aus der Tasche zieht bei diesen Diplomatie-Sachen, wie ich das hier tue, dann können die auch mal gerne untergehen. Genau, das habe ich ja eben gesagt. Und hinzu kommt halt auch noch, dass bei diesen ganzen KI-Fraktionen, die werden alle wesentlich schlechter, sobald wir uns mit denen verbünden. Es gibt nur eine Ausnahme, das sind die Hunnen. Die werden nicht schlechter werden. Ja, achso, du bist mit Ostrom verfeindet. Dann warten wir hier vielleicht noch ein bisschen. Die Sassaniden finden uns mittlerweile auch wieder ganz dufte. Kriegen wir die denn auch zu einem Defensivbündnis überredet? Also ich schmeiß die gerne mit Geld zu. Das ist nicht das Problem. Ich will halt auf gar keinen Fall die Sassaniden und die Hunden gegen mich haben. Ui, jetzt wird es aber langsam echt teuer. Ich muss auch irgendwann mal wieder meine Siedlungen ausbauen, Kinder. Ey, jetzt wird Mami Schnitt schwach. Aha, also für 7000 macht das gut. Dann haben wir jetzt noch einen Verbündeten mehr, das ist gut. Defensivbündnisse vor allen Dingen, also Defensivbündnisse nur mit wenigen Fraktionen natürlich nach Möglichkeit. Und zwar nur mit Fraktionen, die sich im Idealfall auch nicht irgendwie gegenseitig an die Gurgel springen, ne? Das ist ja bei den Sassaniden noch nicht ganz so auszuschließen, dass die irgendwann noch den Weströmern aufs Dach steigen. Momentan geht's noch bei denen. Und die haben ja auch noch ein paar andere Fraktionen, mit denen die sich herumschlagen dürfen. Für uns halt das Gute hier, also Westrom können wir noch zur Not fallen lassen. Entschuldigung, Ostrom können wir noch zur Not fallen lassen, aber die Sassaniden und die Hunnen auf keinen Fall. Ne? Also da müssen wir wirklich auch unser Möglichstes tun, dass wir mit denen gute Verhältnisse und Beziehungen haben. So, nicht Angriffspakt, aber hier Alanen wollte ich vielleicht noch. Ja, wenn du den willst, dann will ich auch nicht. So, jetzt kommen nur Armenien, die sind hier raus aus der Nummer. Die Virnianer sind ein Tributstaat der Burgunder.
Die Burgunder mögen mich eigentlich, ne? I have little gain in wasting the day on you. What you say had better. Ah, schade, das wird nicht funktionieren. Wäre ganz cool, wenn wir mit denen handeln könnten. Wir können mit denen handeln. Roxolan. Unerheblich. Die sind im Krieg mit den Hunden. Kümmere ich mich jetzt mal noch nicht so drum. Langobarden, die hätte ich ja immer noch gerne hier auf meiner Seite. Let me hear your talk. I warn you, I have no stomach for the meek or nice. Schade. Die Sklavina. Die fragen wir nochmal. Aha. Dann machen wir jetzt halt am besten, weil nachher wird es die Darker nicht mehr geben, ne? Und ansonsten sind unsere finanziellen Mittel, glaube ich, auch echt zu begrenzt, um hier noch weitere Kriegsbeitritte einzufordern. Die Markomannen, na, da können sich die Hunden drum kümmern. Die Jüten hätte ich noch gerne dabei gehabt, aber die werden wahrscheinlich nicht mitmachen wollen. Ja, ne, unwahrscheinlich. Die Dänen. Ich habe wenig Gewinn in wasting the day on you. Boah, Alter, ey, die sind aber auch nicht beliebt, die Dänen. Ein Wunder, dass sie sich so lange hier halten, ne? Okay, gut, dann lassen wir das. Dann machen wir jetzt heute die hier platt, die Jungs und Mädels. Ach, ich muss die noch belagern, okay. Der hat Mauern da drin, ne? Siehst du mal, I did not know, I forgot, okay. Pass auf, du gehst hier ins Wasser, weil der Typ da, der wird hier unten versuchen abzuhauen und dann schaffst du mir den bitte da noch aus den Füßen. Moment mal gerade, weil du bist bewegt, ne? Du willst verstärken und so weiter und so fort, das sind die, alles klar. Du bist hier und du brauchst ein bisschen, bis die Armee voll ist, noch so zwei Runden, denke ich mal, und dann können wir mit denen auch los. Und ja, alles klar, machen wir erstmal weiter. Nee, leider nein. Keine Chance, keine Militärallianz, nein. The Lord speaks through thunder and storm, but tells us to ally with you, if you will have us. Nee. Nee, also wir müssen uns halt wirklich gut überlegen, wie wir hier Defensivbündnisse machen. Die plündern uns, das werden wir aber verkraften. Stattdessen werde ich mal gucken, ob ich von denen Truppen rekrutieren kann. So, Darkien. Haben wir da irgendwann mit ihrem Schiff gemacht? Die greifen uns auf dem Schiff an. Ich glaube, da müssen wir uns keine großartige Mühe geben. Das ist ganz gut, wenn der Kapitän da schon mal raus ist. Oh, ostgermanische Separatisten. Haben die irgendwas abgerissen, oder was? Die Getula sind down. Okay. Religiöse Sanktionen. Die Zahl lateinischer Christen in unseren Provinzen ist sehr hoch. Wie sollten wir damit umgehen? Diese Religion verliert Anhänger. Aufgrund der kürzlichen Entwicklung. Will of Jupiter. Religiöser Einfluss. Plus 4 romanischer Paganismus. Dann haben wir das Problem, dass wir hier aber zu wenig Nahrung bekommen, ne? Das sind Händler-Piers. Ich könnte die zu Fischerei-Piers umbauen. Dann bekomme ich 50 Nahrung. Das wäre immerhin schon mal ein bisschen etwas. Aber besser wäre es halt, hier noch zusätzliche Nahrung durch die Felderwirtschaft reinzuholen. Da müssen wir dann auch mal gucken. Ah, wir haben übrigens ja wieder
Stimmt, ja, die Drachentöter, oder was? Wo sind sie? Da. Okay. Slawische leichte Speerkämpfer, dein Ernst? Naja, dann in Herrgott's Namen. Ja, das sind Schlachten. Die muss man nicht selbst schlagen, ne? Ja, also, ich würde mal sagen, so 500 Punkte sollten wir uns hier noch mitnehmen. Das Ding ist halt, wir haben halt nicht dauernd irgendwelche Kriegsgegner, auf denen wir rumtrampeln können. Und nicht immer haben wir die finanziellen Ressourcen, um alle unsere Verbündeten da irgendwie diese Kriege reinzukaufen. Im Endeffekt ist es ja aber eine Strategie, die uns auch wieder so ein bisschen zurück in die Antike bringt, ne? Also ein ganz wichtiges Merkmal der römischen Kriegsführung war ja, dass die römischen Verbündeten häufig von diesen Kriegszügen auch irgendwie profitiert haben. Natürlich haben die Römer, so legen es zumindest die aktuellen Untersuchungen nahe, in einem etwas stärkeren Maße von den Kriegen und von den Beutezügen profitiert, aber es gab immerhin vertragliche Festlegungen, dass die Verbündeten, also die Bundesgenossen, an den an der Kriegsbeute beteiligt werden mussten. Schüttelt der Gönner hier noch so gerade beim Exploit noch so ein Kurzreferat irgendwie aus der Lippe. Aber immerhin, also das war vertraglich geregelt und das bot für die Bundesgenossen natürlich auch in der Kombination mit anderen römischen Bundesgenossen relativ gute Aussichten auf Gewinn bei einem relativ geringen Einsatz. Wobei man da auch natürlich sagen muss, die Römer haben sich da auch gerne mal ein bisschen zurückgehalten und die Bundesgenossen mehr tun lassen. Und tatsächlich, also aufgrund der vielen Verbündeten, mit denen die Römer nachher in der Lage waren, Kriege zu führen, haben wir es halt eben mit diesen großen Heeresverbänden zu tun, die wir aus der Antike kennen, die durch diese ganzen Verbündeten zustande kommen, ne? Raise. So, Darkin ist down. Ich habe jetzt keine weiteren Fraktionen mehr reingebeten. Das ist natürlich nicht so die beste Option. Achso, du kannst mal ganz kurz gucken. Aber das ist ja hier momentan ohnehin noch optimal, ne? Wir haben hier den Nicht-Angriffsfaktor. Dann wisst ihr was? Wir lassen hier auch mal dieses Defensivbündnis jetzt erstmal raus. Wir lassen das hier jetzt erstmal sein. Wir bleiben beim Defensivbündnis hier mit den Sassaniden und mit den Hunnen. Und ich gehe davon aus, dass die Sassaniden die Römer angreifen werden und nicht umgekehrt, sodass wir unseren Nichtangriffspakt wahrscheinlich sogar halten können werden. Spontan gesehen erstmal eine verdammt gute Frage, das weiß ich selber noch nicht so genau. Warte, lauf hier lang. Hier rüber. Wie sieht es hier aus? Anzahl der Statthalter und so weiter, das ist alles zu meinem Gefallen besetzt. Können wir die nicht irgendwie wieder zurückholen? Oder ist jetzt, ne? Die ist jetzt dauerhaft drüben. Ja, ne? Ich finde das halt so witzig, dass man ja in Rome 2 das so gemacht hat, dass auch Frauen Generäle werden können. In Attila gibt es das ja nicht. Und hier hat man es ja sogar noch so gemacht, dass die Frauen in der Regel immer schlechte Eigenschaften für ihre Ehemänner mitbringen. Ne? Also, da hat man irgendwie auch so ein bisschen die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Okay. Du verbreitest ja schon Paganismus. Muss man gerade weiter gucken. Hm.
Wir haben noch 3 Punkte übrig. Dann bau das mal aus, damit wir hier noch ein bisschen Nahrung bekommen. Wir haben hier zum Beispiel noch 6 Punkte Sanitation übrig. Hier noch 109, das ist auch okay. Den werde ich erstmal noch abreißen. Paganismus deutlich vorherrschend. 50% auch recht gut. Hier plus 9, obwohl hier noch das Christentum vorherrscht. Finde ich, Ordnung in Rom ist echt super fantastico. Und hier haben wir auch noch Christentum, ne? Die Nahrungsmittelversorgung ist aber gut, sodass wir hier auch eigentlich plus 4 Bonus auf die öffentliche Ordnung durch Präsenz von Militär. Ne, pass auf, bleib bei der Nahrungsmittelsache, das ist dann okay. Wir packen hier nochmal ein paar Generäle rein. Du kannst dich ja bewegen hier. Den können wir ja nach Ravenna erstmal schicken. Und nächste Runde machst du dich erstmal auf die Socken. Pass auf, die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Aber die kosten auf der anderen Seite auch nicht so viel. Da muss ich nicht so viel zusammen rekrutieren. Das ist in der Tat ein Punkt. Also wenn dann doch mal ein Angriff kommt, ne, das kann durchaus noch sein, dass sich die KI irgendwann nochmal dazu entschließt, uns zu attackieren. Dann müssen wir da natürlich aufpassen. Dann hat man sich ganz schnell mal überdehnt, wenn die Verstärkungsrate nicht mithalten kann mit der Verlustrate. Das ist tatsächlich ein gefährlicher Punkt hier in dem Spiel. Muss man wirklich drauf achten. Der nördliche Alpenraum ist so einfach. Hör auf. Das ist echt mega ungewöhnlich. Die Gräutungen erklären den Hunnen den Krieg. Und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Hunnen fast schon nicht mehr im Gebiet der Gräutungen befinden. Das ist insofern blöd, weil unsere Glaubwürdigkeit jetzt nachlässt. Ah ne, wir sind noch steadfast. Okay, gut. Das ist wichtig. Ich soll eine bestimmte Armee der Alemannen vernichten. Commander? For the watch. Making for ports. Ready for battle. Ready for battle. As you command. Harder, men, harder. Okay. At your command. Ready for battle. On the move. Lying in wait. Ready for
Ja, ich hätte schon Bock, die Alemannen anzugreifen, ne? Komm, bau mir hier mal diesen Schrein aus. Dann kann ich nämlich hier auch hingehen und mal, kann ich nämlich hier auch mal hingehen und ein paar Priester rekrutieren. Ja, das ist so ein Plus 8 Ding, ne? Okay, gut, ja. Bietet sich aber hier auch, glaube ich, echt an. Ja, genau. Sei du mal bitte ein bisschen hier zu Diensten. Sieht aber erstmal okay aus. Auch wenn du das nicht tun kannst, sieht erstmal okay aus. Du hast Stufe 4 erreicht. Das heißt, ich kann erstens dafür sorgen, dass du mehr Nahrung machst. Ich kann zweitens die Gebäudekosten für die Provinz reduzieren. Ich kann drittens dir irgendwas hier von diesen... vielleicht sowas. Aber ich werde keine religiösen Gebäude in Rom bauen, denke ich. Ja, nee. Ich glaube nicht. Wir geben das eher jemand anderem. Hier haben wir keinen Statthalter. Ich möchte ja gerne in Veneto. Sowas bauen. Und dann können wir hier das schon mal aktivieren. Dann kann der ein bisschen billiger diese Militärgebäude, Entschuldigung, die religiösen Gebäude errichten. Na, Militärreligion ist das Gleiche. Schauen wir einmal nochmal hier gerade durch. Okay. Und Venetia. Liguria. Mal ganz kurz gucken. Wer ist seit hier? Sextus, Lucius und Flavius, ne? Also, Sextus, Flavius, Lucius und Flavius. Das ist aber der andere Flavius. Der hat noch keinen Skill gekriegt, okay. Ja, und die anderen sind die Statthalter. Er rückt jetzt mit seiner Armee aus der Stadt raus. Schaut mal, da oben sind die Hunden. Mit 3 Stacks. Ich muss die versuchen, in den Krieg gegen die Alemannen mit reinzuziehen. Ah, die Dänen sind down. Gut. Genua. Public Order. Minus 10 Bonus durch... Okay, gut, alles klar. Ja. Also minus 10 Malus durch die Anwesenheit von... zwischen Christentum, aber wir konvertieren das ja jetzt ganz schnell, ne? Ready for orders. Das ist schön. Make haste, men. Make haste, not war. Bitte hier einmal Hinterhaltstellung. Du läufst mit dem Gewaltmarsch hier runter. Jetzt mal nach Segusio.
Du gehst hier mit über den Fluss und wartest dann da. Ja, was möchten wir hier gerne sehen? Was möchten wir hier gerne sehen? Was muss die KI für uns machen? Ich geh erstmal nach Ravenna. Mal weiter nach Verona. Feindliche Armeen bisher nirgendwo. Nirgendwo gesehen. Das mit den Kräutungen ist in der Tat sehr, sehr merkwürdig. Der Clou an der Sache ist, wir sind mit denen im Krieg und die lieben uns, ne? Ja, dann sollten wir noch überlegen, ob wir noch was bauen. Zum Beispiel hier so eine Cache und hier. Gerade, ich brauche eine Taberna, ne? Bau das Ding auch noch aus, komm. Das bleibt spannend. Für mich. Was? Wir haben eine Revolte gekriegt. Oh, shoot. Zum Glück in Karalis. Nice. Also ich würde normalerweise sagen, ich plätte den wahrscheinlich schon, wenn ich das, automatisch resolve, aber ich werde das hier auch gerne, manuell machen. Ihr verzeiht, dass ich bitte noch schnell einen Schluck trinke. Technisch ist das schon mal brauchbar. Machen wir die zweimal bitte hier hin. Ja, wir haben eine Katapulteinheit. Die wir dummerweise aber halt so stehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Brandgeschosse was bringen. Weil es ja regnet, aber das heißt ja nur, dass die Gebäude schwieriger in Brand zu stecken sind. Also insofern würde ich sagen, das steht schon mal ganz gut. Und dann, wenn wir die Schiffe hier anlanden, dann können wir immer noch hier rum. Aber ich würde sagen, vielleicht, lass mal gerade gucken, da kommt er nicht hoch, ne? Da können die gar nicht hochlaufen. Also er kann eigentlich nur von hier oder von hier auf die Piazza. Deshalb würde ich vielleicht sogar fast sagen, es wäre eine Überlegung, ob wir ihn, also es ist natürlich besser, wenn wir ihn an einer Stelle blockieren, und ich würde sagen, das sollte diese Stelle hier sein. Ich sage auch ganz kurz, warum. Das ist tatsächlich, ist die KI halt so, dass sie in der Regel sehr schnell versucht, das Stadtcenter oder Stadtzentrum zu rushen. Und warte mal kurz, du kannst eigentlich auch mal gerade hier hingehen in loser Formation, die Equites. Vielleicht verliere ich sie, ich versuche noch ein bisschen, Artilleriefeuer auf jeden Fall auf mich hier zu lenken. Und die Bogenschützen, die stellen wir jetzt erstmal, hier hin, die schieben wir vielleicht noch so ein Stückchen zurück. Wir müssen eigentlich nur auf diesen Siegpunkt hier unten schießen können. Und wenn sie das tut, also wenn die KI versucht uns hier zu rushen, dann sollten wir natürlich versuchen,
diese extrem aggressive KI, sagen wir mal, die laufen mit allen Einheiten, mit fast allen, mit einer Einheit oder zwei laufen sie vielleicht hier lang, laufen die hier vorne rein und dann wollen wir einen kurzen Weg haben, da wollen wir erstmal einmal außen rumlaufen, um zu sandwichen, weil wir brauchen nachher nur noch eine Einheit zum Sandwichen. Und dann steht ihr hier vorne in der Phalanx drin und dann kommt eine Einheit von hinten hier angelaufen, wir haben ja noch die paar Schwertkämpfer da auf den Bötchen, die nehmen wir ja auch mit und dann hat der ein Problem. Also, und zwar ein ganz gewaltiges. Zuerst machen wir es aber mal so, ne? Und ich meine, die Einheiten können wir ja nochmal hin und her schieben, wie wir lustig sind, ne? Da müssen wir uns jetzt erstmal nicht beeilen. So, pass auf. In dem sag ich, Start Battle, du schießt bitte auf den Typen hier. Und du versuchst mal hier noch irgendwie ein bisschen Artilleriefeuer auf dich zu ziehen. Ah, er attackiert uns leider direkt. Tor. Okay, dann bringt mein Vorhaben hier jetzt leider nicht so viel. Dann kommst du wieder zurück. Ich habe vergessen. Sorry. Übrigens, schaut halt euch auch mal an, wie die KI halt mit ihrer Arti trifft. Okay, das war jetzt tatsächlich echt ein sehr schlechter Schuss. Dass unsere Türme hier stehen, ist auf jeden Fall ein Glücksfall. The enemy has been spotted. Schieße drauf. Na, immerhin haben wir ihm eine halbe Einheit getötet oder so. Mit der Alt-Taste kann man auf eine Fläche schießen, aber auch das bringt uns leider nicht so viel. Ne, ihr seht hier, da, wir treffen auch nichts. Das ist halt nicht gut. Ich kann dummerweise hier bei dem Katapult. Das ist so typisch, ne? Dass die Einheit hier blockiert. Ich kann da nicht die Belagerungswaffe fallen lassen. Was echt blöd ist, denn sonst hätte ich hier noch eine Einheit, die ich unter Umständen einsetzen könnte, um hier in der Stadt noch eine Infanterieeinheit mehr zu haben. Das ist auch wieder typisch, die Einheit hier blockiert, ne? Die schießt überhaupt nicht. Und sie macht doch keine Anstalten, sich irgendwo hinzubewegen, von wo sie schießen kann. Und ich weiß auch gar nicht, warum sie nicht schießen kann. Weil das Schussfeld ist frei. Die Briganten stehen direkt hier unten. Das sind ja Bogenschützen, keine Schleuderer. Und so keine Armbrustschützen. Also das ergibt halt momentan gerade nicht so viel Sinn in meinen Augen. Ja, der schießt jetzt hier auf unsere Einheiten, das ist aber noch okay. Wir schießen weiter auf die Kaff. Der soll ruhig hier auf die Einheiten hier schießen, auf die Testudo, ne? Was machst denn du da für einen Quatsch? Wenn wir mal stehen. Wir verlieren Einheiten, warum? Auf wen schießt er denn?
Das ist unser Turm, der schießt in unsere eigenen Einheiten. Schau euch das mal an. Das ist auch Fail, würde ich mal behaupten, ne? Komm mal zurück. Ich meine, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist tatsächlich echt eine absolute Katastrophe, weil man kann den Türmen auch nicht mal sagen, dass sie aufhören sollen zu schießen. Was sie ganz gerne mal machen, ist, die killen ganz gerne auch mal den eigenen Gen. Also, das machen sie auch übrigens. Junge! Hörst du bitte auf? Schieß mal auf die Pikiniere, die sind doch in der Range, oder? Ich versuche mal gerade hier ein bisschen anzutäuschen. Ne, ich versuche nicht mehr anzutäuschen. Hau ab. Der Standardschuss hier ist absolut okay. Jetzt bitte noch hier mit dazu. Jetzt bitte nochmal auf ihn. So. Unsere Kavallerie läuft aus irgendeinem Grund zurück. Was relativ unpraktisch ist. Jawohl. Okay, wir haben seine Kav runtergeschossen. Und dann kommst du jetzt bitte hier rüber. Jawohl. Wir dürfen hier angreifen. Okay, pass auf, nimm die Einheiten hier rüber. Ja, lauf du hier hin. Na, ihr seht, also das sind die... Da sind auch die eigenen Einheiten ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, eigene Einheiten zu killen. Vor allen Dingen hier ist auch super, der zündet jetzt hier unsere Stadt an, ne? Also wir haben wahrscheinlich, ne, wir haben noch Settlement Damage 0, aber diese Häuser werden anfangen zu brennen. Wahrscheinlich aufgrund des Umstandes. Gut, dass du stehen bleibst, finde ich ja auch immer super. Ihr lauft hier oben lang, ihr Penner. Super, jetzt kümmerst du dich bitte um das Katapult. Das ist nämlich zum Beispiel ein Exploit, den die KI einsetzt. Und dieser Exploit besteht darin, dass die Katapulte ja eben mit voller Stärke zurückkommen. Schön, dass du die einfach laufen lässt. Finde ich gut. Es gibt keinen Defensivmodus in dem Spiel. Trotzdem scheinen meine Einheiten da ständig drin zu stehen. Aber nur, wenn es dem Gegner nützt. Das Gute ist, dass wir die Kavallerieeinheit behalten haben. Das heißt also, wir können jetzt hier noch weitere Einheiten aufräumen. Zum Beispiel Bogenschützen. Das sind aber nur noch zwei. Das ist nicht mehr signifikant. Kämpfen übrigens auch nicht mehr. Was halt leider sehr, sehr buggt, ne?
Zwei Protectores Domestici, die dürften da aber eigentlich auch nicht überleben. Wir haben den General gekillt, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich hier nochmal ein bisschen separat um die Leibwache zu kümmern. Flanke noch eine zweite Einheit ist. Also, das sind die Protectores, okay. Also die Leibwache, gut, alles klar. Da dürfte aber keiner überlebt haben. Na, vielleicht die Briganten. Aber wir haben die Möglichkeit, da eine Armee zu entsetzen. Oh ne, der überlebt doch nicht, gut, sehr schön. Ja, dann nehmen wir die Kohle. Integrität spielt bei Garnisonsarmeen keine Rolle, soweit ich weiß. Gut, die weströmischen Separatisten sind damit ein Ding der Vergangenheit. Wir müssen allerdings hier jetzt unsere... Sagen wir gerade, wie teuer ist es? 420, unfassbar. 420 ist okay. 500! Junge, ey. Wir müssen die Gebäude reparieren. Die reparieren sich zwar auch selbst, also wir müssten sie wahrscheinlich nicht mal reparieren. Ich mache das jetzt hier aber einfach mal der Vollständigkeit halber. Jetzt wurde es ja sogar noch, jetzt gab es ja sogar noch wenigstens eine brauchbare Schlacht, ne? Und haben die Burgunder angegriffen. Das ist mal besser. Garamanten und afrikanische Separatisten greifen auch an. Wir haben in der Italien einen Bevölkerungsüberschuss. Ja, aber noch nicht den Bevölkerungsüberschuss, den ich gerne hätte. Dann warte da noch ein bisschen. Okay. Schau ich das mal an, das ist doch echt gut, ne? Also ich meine, lassen wir mal die ganzen Mini-Mikro-Stämme da oben, lassen wir die mal irgendwie außen vor. Hier, ne? Ich meine, das ist ja die Hälfte der Fraktionen, die es noch gibt. Dann haben wir das eigentlich, glaube ich, echt so hier, wir sehen können den größten Teil der Hemisphäre auf unserer Seite, ne? Okay, nächstes Projekt. Wir ziehen über die Alpen Richtung Ubuchzis und werden hier... Also wir sind ja eigentlich auch schon dabei. Adelsschwertkämpfer sind ekelhaft, okay. Die Kavallerie ist noch ekelhafter, glaubt's mir. Ja, ihr seht, wir haben hier noch eine weitere Armee. Ich weiß halt nicht, ob wir hier die Hinterhaltsstellung versuchen oder ob wir hier einfach alles, was wir haben, in die Waagschale werfen und sagen, wir greifen Ubuchzis direkt an. Ja, ich glaube schon, dass wir es wagen können. Das sind 21 zu 20 Einheiten. Entschuldigung, 41 zu 40. At your command. Die armen Markomannen. Und ich meine, guckt euch das einmal an, ne? Da hat doch keiner eine Chance gegen. Abgesehen davon, dass sie keine Verstärkung kriegen, solange die Hunde im Land sind, ne? Also, das ist einfach so irrsinnig. Das ist einfach nur irre. Ne, nächste Runde greift dann einer von den Deppen da die Stadt an und dann ist das Ding halt down, ne? Also gegen so eine Armee. Was will die Menschheit gegen so viel, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Gegen so viel Wahnsinn was, glaube ich, ne? Was will die Menschheit gegen so viel Wahnsinn tun? Ja, okay, gut, alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder mit den historischen Hintergründen. Und ich sage dann erstmal, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete. So, historische Hintergrund. Informationen heute. Es geht nochmal um die Zeit Valentinians des Dritten, der
auf jeden Fall sehr kontrovers bewertet wird. Und ja, auf einen Aspekt will ich auf jeden Fall eingehen, nämlich die Ermordung des Aetius, also seines Heermeisters. Aber zuerst mal ganz allgemein, man hat als Überlieferung bei dem, also ein Teil der Gesetze von Valentinian III., die sind im Codex Theodosianus überliefert. Und daran kann man erkennen, dass er sich tatsächlich darum bemüht hat, wichtige Reformen anzutreten. Es allerdings eher bei dem Versuch als bei einem wirklichen Erfolg blieb. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein wichtiger Grund ist sicherlich gewesen, dass der römischen Kaiserkrone die Zentralmacht entglitt. Wir haben bereits ja schon gehört, dass es diese einflussreichen Heermeister eben gegeben hat. Da ist jetzt der Aetius übrigens nicht der einzige, ne, sondern da sind halt noch, sind natürlich noch andere zu nennen. Der Constantius ist so einer, ne, dann der Ricimer, der ist auch noch einer, oder Ricimer, wie er genannt wird. Da gibt's also verschiedene. Und wir sehen also hier vor allen Dingen eine personelle Konstellation und auch eine administrative Konstellation, in der die militärisch erfahrenen, militärisch bewährten Generäle die zivile Administration an sich ziehen. Aetius ist faktisch der Regent des Westens gewesen. Es gab keinerlei großartige Möglichkeiten, sich seiner Kontrolle zu entziehen im Westen. Und wir sehen das ja auch an den Verträgen von staatsrechtlicher Relevanz, die der Aetius eben zum Beispiel mit den Föderaten schließt. Das sehen wir auch schon vorher bei anderen Heermeistern. Und bitte denkt daran, das ist ein auch bis in die Moderne hinein prägendes Bild, dass zum Beispiel sowas wie Friedensverträge, dass sowas wie diese Föderatenverträge, die Verträge um Siedlungsgebiet, Gebietsabtretungen und so weiter, dass die von den Generälen, also von der Generalität ausgehandelt und bestimmt werden und eben nicht von Politikern oder hier sogar eben vom Kaiser. Das ist natürlich in der Situation anders, wo in Rom die Konsuln auch noch das Heer anführen, also zum Beispiel in der Zeit der Republik, ne, wo die Konsuln auch unter einer senatorischen Verantwortung stehen. Das ist aber in der Monarchie auf jeden Fall auch anders. Und natürlich, klar, machen die Generäle das im Interesse des Landes. Aber denk mal zurück an die Zeit der Weimarer Republik. Jetzt mal nur, wir schlagen mal gerade so einen Bogen über zwei, also fast 2000 Jahre später. Nicht ganz, aber fast, ne? Hier, die genaue Anzahl an Jahren, die wir jetzt hier überspringen, die ist ja auch nicht entscheidend. Entscheidend ist hier das Element der Kontinuität, um das es geht. Nämlich, achtet mal darauf, wenn ihr euch mal mit der Zeit der Weimarer Republik und dem Friedensschluss von Versailles beschäftigt, dass es da nämlich zu einer im Deutschen Kaiserreich, nämlich beziehungsweise dann eben ne, der Republik, sehr epochenmachenden, vielleicht auch in vielen Kreisen als skandalös wahrgenommenen Situation kommt, dass Politiker, unter anderem vielleicht auch eben gewählte Politiker aus einem Parlament den Friedensvertrag aushandeln. Das ist Aufgabe der Generalität in dem Fall eigentlich, traditionellerweise auf jeden Fall nach dem Ersten Weltkrieg und eben nicht die Aufgabe der Politik. Das muss man auf jeden Fall beachten, dass das ganz lange ein sehr, sehr wesentliches Element ist, dass wir hier in dem Aufstreben der Heermeister und in der Schwäche der römischen Zentralverwaltung noch mal stärker erkennen können, auf jeden Fall. So, das ist jetzt erstmal vorangestellt. Der Valentinian hat diesen Aetius 455 ermorden lassen oder selbst ermordet. Der Historienschreiber Priskos überliefert das auch relativ wörtlich. Könnt ihr einfach mal googeln, Priskos Ermordung von Aetius durch Valentinian oder so, dann findet ihr das relativ schnell. Der hat das niedergeschrieben und die Situation stellte sich in etwa wie folgt dar. Wir gehen da jetzt heute mal ein bisschen drauf ein. Der Valentinian hat den Aetius vor sich bestellt. Er wollte gerne darüber informiert werden,
wie sich die Steuerverwaltung in seinem Reichsteil eben entwickelte. Und der Aetius ging hin und erklärte ihm das, ne, und rechnete ihm das also vor. Und in dieser Situation soll Valentinian aufgesprungen sein und soll ihn des Hochverrats beschuldigt haben. Er möchte sich solche fadenscheinigen, kriminellen, korrupten Machenschaften nicht gefallen lassen, zog sein Schwert und sprang auf den Aetius los, den er mit dem Schwert erschlug. Sein Gehilfe in der Situation, ja, jetzt muss ich überlegen, wie hieß er, Heraklius oder so? Moment mal, ich gucke das nochmal gerade nach. Oh, Heraklius, ich habe mich da tatsächlich sogar richtig dran erinnert. Okay, sein Vertrauter Heraklius, der dort mit bei dieser Anhörung dabei war, der ging hin und zog eine Axt, die er wohl unter seinem Gewand verborgen hatte, um auch noch den Präfekten Boetius, der von Aetius beauftragt wurde, mit der Verwaltung auch noch zu erschlagen, weil der Boetius eben der ein möglicher Nachfolger hätte werden können und es hier darum ging, eben die Spitze dieser Heermeisterherrschaft auszuschalten. Und anschließend hat Valentinian wohl den Auftrag gegeben, den Aetius und den Boetius die gemonische Treppe aufs Forum Romanum hinunterstürzen zu lassen, also die Leichnam dort aufs Forum zu werfen. Das war ein Anzeichen dafür, dass die beiden, also wir müssen uns ja hier in einer Zeit von Illiteraten noch und nöcher, müssen wir uns ja vergegenwärtigen, dass Gesten eine ganz entscheidende Bedeutung haben, dass Symbolik eine ganz entscheidende Bedeutung hat. Und wenn jemand von der germanischen Treppe hinabgestoßen wurde, dann war das ein Zeichen dafür, dass er Hochverrat begangen hatte, sodass auch direkt alle Anwesenden Bescheid wussten, hier geht es um jemanden, der soll Hochverrat begangen haben und muss entsprechend behandelt werden. Am nächsten Tag oder kurz darauf ließ Valentinian eine Senatssitzung einberaumen, um sich direkt wieder behaupten zu können und eine mögliche Revolte zu vermeiden, denn er fürchtete mit Racheakten der Anhänger des Aetius, denn tatsächlich war es ja so, dass bei diesen Heermeistern die Loyalität nicht dem Reich und dem Kaiser gegenüber bestand, sondern häufig eben dem Heermeister, denn die Soldaten der Heermeister, die waren ja auch nicht dumm, die wussten ja, wer hier faktisch die Herrschaft ausführt und wer für ihren Sold aufkommt und wer sie belohnt und wem sie ausgeliefert waren und von wem sie abhängig waren. Und so unterstützen die dann natürlich in einer solchen Situation eher ihren Heermeister, anstatt dass die wirklich dem Kaiser die Treue hielten. Also das sollte vermieden werden. Und es ist jetzt eine natürlich schicksalhafte Fügung, dass ungefähr ein Jahr später dann bei einer, ich muss sogar überlegen, bei einer Truppenschau oder bei einer Heeresübung, also so einer mehr oder weniger öffentlichen, in Anführungszeichen öffentlichen Militärveranstaltung, der Valentinian dann selbst von zwei Gefolgsleuten des Aetius erschlagen wird und sich somit also auch nicht den Umständen erfreuen kann. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, warum hat der Valentinian den Aetius so abgesägt? Es ist so, es gibt, soweit ich jetzt weiß, aber bitte korrigiert mich, falls ich mich irre, es gibt keine schriftlichen Quellen, die darauf hinweisen, dass der Aetius sich vordergründig illoyal verhalten hat, sondern diese Annahme der Illoyalität ist eine hintergründige Annahme des Valentinian gewesen, der davon ausging, dass der Aetius versuchen will, ihn und seine Dynastie auszustechen. Dem Aetius war es erlaubt worden, die Tochter des Valentinian zu heiraten, also dem Sohn von Aetius war es erlaubt worden, die Tochter von Valentinian zu heiraten. Und darauf musste sich der Kaiser aufgrund der starken Stellung, er konnte ja auch nicht opponieren, einlassen. Was er dann halt eben auch tat, und tatsächlich muss man dann sagen, natürlich in der Situation waren für Valentinian alle Würfel gefallen. Er musste einen noch stärkeren Einfluss des Aetius fürchten, der ihn dann eben vielleicht seiner dynastischen Privilegien oder seine Familie eben auch den dynastischen Privilegien berauben könnte und somit hier das letzte Mittel sah, mit der Ermordung gegen einen vermeintlich loyalen Heermeister vorzugehen.
wie das ja auch vorher eben bei Stilicho gelaufen ist. Da gibt es in der Tat ein paar interessante Parallelen, ne? Allerdings muss man hier sagen, die also aus einer politischen Ratio heraus hat sich diese Ermordung des Aetius als sehr unheilvoll erwiesen, denn der Aetius war ein wichtiger Mittelsmann zu den Föderaten gewesen und diese Föderaten wurden nun illoyal und haben sich nicht mehr an die Befehle des Herrschers eben gehalten. Es kam zu mehreren Usurpationen, auch kleinräumigen Usurpationen von deutlich unbedeutenderen militärischen Anführern. Es wird in den Quellen teilweise berichtet, dass also jeder jetzt versuchte, sein eigenes Reich hier zu gründen und die Herrschaft in seinem Gebiet an sich zu reißen. Und es ist also hier wahrscheinlich anzunehmen, dass die Ermordung des Aetius auf jeden Fall eher den Zerfall des Reichs noch stärker beschleunigt hat. Wir dürfen aber Valentinian auch jetzt nicht so rundheraus direkt verurteilen, weil, so legen das zumindest auch die Forschungsergebnisse nahe, für ihn natürlich man kann ihm jetzt vielleicht hier krankhafte Züge oder panische Ängste und so weiter unterstellen. Aber für ihn scheint das wohl der letzte Ausweg gewesen zu sein, sodass er zu einem für uns natürlich auch vollkommen irrationalen Mittel eben griff. Wir dürfen aber nicht vergessen, für den Valentinian war das eine gar nicht mal so unlogische Entscheidung. Ja, ich schalte jetzt den mächtigsten Konkurrenten aus und versuche dadurch meine Stellung in der Verwaltung natürlich auch wieder ein bisschen zu konsolidieren. Und das schlug aber natürlich vollkommen fehl. Ja, im nächsten Part geht's dann weiter. Ich sag danke und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.